Und die Aufnahme läuft wunderbar. Ein Bier für mich und ein Bier für meine anderen. Genau, wir sind im betrunkenen Dörfchen Kettenkratz, wo hier irgendwie alle nur Bier saufen. Nicht, dass es so schlimm ist, mehr Bier zu trinken, aber ja. Du wirkst, als könntest du eine neue Rüstung brauchen. Ja, da hast du recht, mein Kumpel, mein Freund. Braucht tatsächlich eine neue Rüstung. Aber, warte mal, die hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon verglichen. Genau, die wollte ich nicht kaufen. Wobei die eine gar nicht so schlecht ausschaut. Ich habe gerade zu tun, wir reden. Ich würde tatsächlich jetzt der Quest weiter folgen. An den Rand des Abgrunds. Alles klar, gut. Dann, latschen wir mal da runter. Ach ja, stimmt. Der Typ. Der nervige, gelehrte Voadis. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch drei Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Wadis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Oh, die arme Sau, ey. Ja, bergab muss man ein bisschen langsamer laufen mit so einer Karre. Könnte sonst schmerzhaft werden. Nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Und vielleicht Petras Drink annehmen. Genau so machen wir das. Vielleicht. Eventuell. Ich verteile erstmal noch ein paar Fertigkeitspunkte. 6 Stück an der Zahl haben wir. Die wollte ich tatsächlich nicht haben, die Rauchbomben. Das wollte ich mitnehmen. Was haben wir hier? Nahkampfangriffe sind leiser, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, von nahen Feinden entdeckt zu werden. Das nehmen wir auch mit. Das ist eine Grafik. Oh, was ist das denn? Scharfschussbogen. Feuere einen mächtigen Schuss aus kniender Position, der beim Auftreffen explodiert. Ach, das ist ja crazy. Ursache in Tarnung mehr Reißschaden. Okay, was haben wir hier? Stelle Waffenausdauer wieder her und erlange zusätzlichen Mut, wenn du den stillen Schlag benutzt. Okay. Ursache in Tarnung mehr Stoßschaden. Ah. Das kosten schon 2 Punkte. Ich sehe schon, ich wäre hier voll der Stealth-O-Maniac. Das bedeutet, es geht weiter. Wohin? Weiter runter. Da oben fehlt Aloy leider noch diverses Zusatzzubehör. Oh, die beiden Quests könnte ich auch noch gleich mitnehmen. Das machen wir jetzt auch. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe, wie ich das immer aufgeteilt habe. Schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal RP gemacht habe. Und der eine ist da oben, der andere ist hier unten.
Und er sitzt drin. Toll aus, wie immer. Also, wir zurück. Ah, hier. Hast du genug von der Wildnis? Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Hier, setz dich. Los, bring ihr einen Krug. Ich hab nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha, das ist der Funke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Ah, zisch durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber Alwund tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Wenn du das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Schattenkaja-Flüchtlinge? Was machen die denn im Schrecken? Ein neues Zuhause suchen, nehme ich an. Sie lagern bei einem alten Bergpfad, südwestlich von hier. Und genau das ist das Problem. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen. Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkaja sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen. Dornrücken? Also die Dornrücken im Schrecken. Wo sind sie hergekommen? Das ist es ja. Wir wissen es nicht. Sie waren eines Tages plötzlich da, rasten im Tal herum wie aus der Schmiede geschossen. Wir haben gute Leute verloren. Der Balk sei gesegnet, dass du sie erledigt hast und hier wieder alles läuft. Das hat Orwund einen Schlag versetzt. Wenn wir sie doch nur endgültig vernichten und ihn aus der Stadt vertreiben könnten. Aber was nützen Orwund die Dornrücken im Schrecken? Ein Wort. Konzessionsdekret. Da niemand weiß, woher die Dornrücken gekommen sind, schiebt Alwyn den Kaja die Schuld in die Schuhe. Er hofft, genug alte Feindseligkeiten zu wecken, um mit einem Streik die Konzession zu erzwingen. Das ist sein letzter Strohhalm. Er versucht, die Arbeiter aufzuhetzen, seit er in die Stadt gekommen ist. Und die Leute nehmen ihm das ab? Viele haben während der roten Raubzüge unter dem verrückten König gelitten. Der kleinste Grund reicht, um die Kaja an den Pranger zu stellen. Verdammte Kaja-Sklavenhalter. Was hat dich hergeführt? Ich dachte, du wärst wieder ein Freihalter. Tja, nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt, wurde nicht gebraucht. Dann hörte ich vom Wiederaufbau Fahrlichts und dachte, hier wird ein Hammer gebraucht. Seitdem schlage ich mich so durch. Du kannst doch wegziehen. Zurück in den Osten? Nee. Blühende Schmieden verlässt man nicht. Außerdem muss sich ja jemand für die Belange der Arbeiter hier einsetzen. Schattenkaja? Was weißt du noch über diese Schattenkaja-Flüchtlinge? Na, zunächst mal nennen sie sich nicht Schattenkaja. Zumindest nicht mehr. Sie sind andere Sonnenverrückte. Aber ob Sonne oder Schatten, sie sind friedlich durch und durch. Sie wollen wohl nur einen Ort zum Leben und Beten und genug zu essen, um nicht zu verhungern. Also lagern sie bei einem Pfad, blockieren den Weg zu einem Sturmvogel und warten auf was genau? Ich weiß es nicht, aber ich sag dir eins. Wenn sie klug sind, bergen sie ihn. Sturmvogelherzen sind wertvoll. Und wer es zuerst hat, ist nach Osseram Gesetz der Besitzer. Nicht, dass Tolland Rheinleier sich je um Recht und Gesetz scheren würde. Coole Sache das. Mal wieder Sachen, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise wertvoll wären. Tolland Rheinleier. Der hat einen krassen Namen. Wer ist dieser Tolland Rheinleier? Einfach ein Pfandleier. Er hat einen Laden hier. Lebt in Kettenkratz, seit es Kettenkratz gibt. Er ist ganz dicke mit Alwund. Die beiden sind eng wie zwei Briketts im Feuer. Tolland arbeitet für Alwund? Ha, Alwund denkt das vielleicht. Aber Tolland macht sein eigenes Ding.
Und er ist kein Typ, der sich von ein paar Flüchtlingen um ein Sturmvogelbauteil bringen lässt. Okay. Was Alvand angeht. In dieser Gegend geht alles um Alvand. Wieso hat er hier das Sagen? Er war früh hier, wie ein Eichhörnchen, das Nüsse wittert. Er wusste, der Wiederaufbau Fahrlichts erfordert Steine und Holz. Also verschaffte er sich in Hauptquell Geld von Investoren, die Rechte auf alles im Schrecken anmeldeten, das etwas wert sein könnte. Leider wissen alle, dass das hier Kaja-Land ist und der Sonnenkönig diese Rechte wirklich jederzeit... Okay, nachdem der Livestream irgendwie nicht will, dann halt eben nur trotzdem die Aufnahme. Wir machen weiter. Dieses Konzessionsdekret, was ist das genau? Und was hätte Alvand davon? Eine Mauschelei, das ist es! Ein Erlass, der alle Osseram-Rechte im Schrecken unter Osseram-Gesetz gestellt hätte, obwohl hier Kaja-Land ist. Das würde bedeuten, dass die Kaja keinerlei Anspruch auf Erz, Stein und Holz mehr hätten. Keinerlei Risiko mehr für Investoren im Anrecht mit ihren Scherben, ihre Geschäfte hier auszuweiten. Und da Alvand Anteile an allen Rechten hat, wäre er dann reicher als ein Plünderer im Schrotthaufen. Außerdem wäre Kettenkratz dann eine Osseram-Gemeinde. Und Alvand könnte sich genug Stimmen kaufen, um Präfekt zu werden. Er ist gerissen, das muss man ihm lassen. Wenn er weiter Druck macht, wird der Magistrat wohl unterschreiben. Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Petra sagte, Tolland hat einen Laden hier in Kettenkratz. Ich könnte zuerst mit ihm reden. Das sind ja krasse Zustände hier überall. Warte mal, wo hoch geht's? Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist deine Waffe! Darum geht's doch! Aber doch nicht für den Benutzer! Jetzt sei einfach still! Wo waren wir? Na! Gut, Du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Habe ich recht? Eigentlich will ich... Ja. Kannst du das lassen? Ich hab hier eine Kundin! Ich bin keine Kundin. Ich hab's! Dreifaches Pulver und der Läufer lernt fliegen. Baboom! Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiv wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst? Speerwerfer? Seid ihr beide aus der Gegend? Nee, aus dem Anrecht. Dad schickte uns her, um neue Chancen zu entdecken. Er sagte, wir würden sie schon finden. Klingt nicht gerade begeistert. Naja, noch einen Handelsposten für meine Eltern zu eröffnen, ist nicht gerade mein Lebensziel gewesen. Allein unterwegs zu sein, ist bestimmt schön. Also ist sie deine Partnerin? Mein Lehrling. Und meine Schwester. Ihretwegen sind wir hier. Es gab einen Vorfall. Noch einen Vorfall. Etwas mit Sprengstoff? Boom! Und mit Dads selbstgebrautem. Am Tag drauf sollten wir gehen. Ha. Nicht schön. Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Kaja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Tenakt-Kriegers, der mit einer Art... Speerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren! Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Sprengstock! Warum nicht beides? Das könnte gehen. Nur ein Haken. Ich brauche Teile, um mein erstes Modell zu bauen. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner. Intakte. Ja, genau. Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Sonst zerbrechen sie. Aber die echte Neuheit
Sag's nicht weiter. Ist eine Reishornrippe. Östlich von hier gibt es eins. Jag es in die Luft. Uma! Besorg mir alles und die Waffe gehört dir. Gut, abgemacht. Okay, da stellt sich mir die Frage. Wenn ich diese Sachen vorher abschieße, damit sie beim Umfallen der Maschine nicht zerbrechen, wieso sollten sie dann ganz bleiben, wenn ich sie abschieße? Okay. Ich hoffe, ihr versteht den Konflikt. Ach ja, mit Tolland reden. Da quatschen wir doch mal mit dem Typen. Auch wenn er mir jetzt gerade schon wieder sehr, sehr unsympathisch ist, der Mensch. Ich will nicht neugierig sein. Die Retterin von Meridian. Komm mal hier rüber. Na, guck mal einer an. Du bist die Maschinenjägerin, die Karja rausgehauen hat. So hat das noch nie jemand ausgedrückt. Was willst du? Du sollst oben bei den Klippen Flüchtlinge schikanieren. Das stimmt so nicht. Da oben ist Beute. Ein Sturmvogel. Ich habe ihn selbst erlegt, mit der Harpune hier. War kein einfacher Schuss, muss ich sagen. Ich traf seinen Flügel. Er krachte in den alten Turm da oben. Ein schneller Tod. Wenn hier jemand Ärger macht, dann die dreckigen Schattenkarja, die mich nicht zu meiner Beute lassen. Aber du holst sie dir notfalls auch mit Gewalt? Nicht nötig. Die sind völlig am Ende. Vermutlich werden die sowieso demnächst verhungern. Wir werden sehen. Ja, nicht wahr? So, hier ist jetzt dicht für Karja, Freunde. Mach, dass du wegkommst. Das ist ein ganz schönes Arschloch. Das würde ich jetzt so nicht machen. Weil das eher so Gimmick-Sachen nebenbei sind. Ich würde erstmal diese Reishornrippe holen. Mal ein bisschen. Ich wäre schneller, wenn ich einen Stürmer überbrücke. Ja, Aloy, das ist mir klar, dass du einen Stürmer bekommen willst. Wenigstens aber ist die Ausrüstung noch trocken. Kann da leider noch nichts machen, weil ich noch keine Brutstätte gefunden habe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so schnell passieren wird. Da ist das Reishorn. Um die Rippe zu holen, muss ich es erledigen. Nee, das war die Rippe. Jetzt ist die Frage. Was ist das Teil? Ah, Kettenreaktion, Feuer. Ah, okay. Das sind die zwei Behälter hinten dran. Und das ist irgendwas mit Eis, oder? Abnehmbar. Hab ich nicht Feuerbogen gekauft? Doch, natürlich habe ich den gekauft.
das Teil sauer auf mich ist? Stürmerhörner. Läuft. Das habe ich noch nicht geplündert. Super Sache. So, Stürmerhörner. Halt, da muss ich hin. Wie finde ich... Okay, das ist was anderes. Stürmerhörner. Das ist sogar markiert. Das ist gut. Da habe ich auch nicht nur eine Aufgabe, sondern mehrere tatsächlich. Oh, da muss ich da rüber, ne? Frage ist natürlich, was meine andere Quest ist. Erzähle ich jetzt nicht so im Kopf. Ich kann einen dieser Stürmer überbrücken. Ich muss leise sein. Aloy, das kannst du nicht, weil du hast noch keine Möglichkeit, das zu tun. Aus dem einfachen Grund, wir haben noch keine Brutstätte gefunden. Schwachstellen. Elektro. So, zwei hätte ich schon mal. Frage ist nur, wo ist das eine... Horn hingefallen. Ach, da liegt's. Lichtersack. Die andere Quest? Was hat die jetzt noch? Ach ja, überbrücke einen Stürmer. Die Frage ist nur wie, ne? Mhm. Witzbold. Aber ich könnte tatsächlich mal mein Bogen. Oh. Okay. Der Platz ist gesperrt, das ist schade. Wie schaut's mit dem aus? Ist auch gesperrt. Scheiße. Gräber, Klanghülse. Okay. Ja.
Aber kann ich denn schon überbrücken? Warte mal, da müsste ich doch bei Quests rein, ne? Ach ja, genau da. Damit kommst du schneller voran. Toll, Reise nach Fahrlicht. Klasse, ihr Pfeifen. Und wo finde ich... Wo finde ich bitteschön dann die... Brutstätte? Ich meine, da unten war ich ja schon drin. Vielleicht im Steinbruch? Ich würde erstmal hier hochgehen. Nicht auf seinen Weg guckt. Ach so, ich kann das schon. Ja. Der mich noch, das ist irgendwie nicht so schick. Kann ich denn hier ein... Achso, stopp. Naja, nehmen wir mal einen Stein mit, hä? Komm noch mal ran. Du musst noch ein bisschen näher ran, sonst komme ich nie an dich ran. Okay, du musst ein bisschen schneller. Ah, okay, nichts drücken. Meine Frage wäre jetzt gewesen. Sei willkommen, Fremde. Warte mal, ich muss da hoch. Ah, das könnte der Weg hier gewesen sein. Ja, genau. Das kommt doch nahe hin. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten. Nein. Guter Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Hallo? Okay, also überbrücken kann ich jetzt auch. Ja, stimmt, ich hatte ja dieses Überbrückungsmodul eingesammelt. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt? Ich werde den Pfad nach oben folgen.